eine neue Bewohnerin in den herrschaftlichen Räumen. Svenja sieht es nüchtern. Für sie ist es einfach ein Zimmer mehr putzen und mit warmem Wasser versorgen. Für Fräulein Karin ist es der erste Morgen. Bedient zu werden, macht sie noch etwas nervös. Dankeschön. Guten Morgen, gnädiges Fräulein. Ich wollte Ihnen beim Anziehen und bei den Haaren helfen. Oh ja, danke schön. Ich glaube, ich brauche etwas Hilfe. Wenn Sie in 5 bis 10 Minuten wiederkommen könnten, wäre das toll. Dankeschön. Gut. Guten Morgen, Svenja. Guten. Der Hausbursche dreht seine übliche Toiletteneimerrunde. Morgen. Auch der Anblick ist noch ungewohnt. So. Also, du musst in der Luft kaputt bleiben. Gut. Tim findet Fräulein Karin übrigens recht sympathisch. Aus der Ferne. Sie dürfen ja nicht miteinander reden. Und seine Arbeit verbreitet auch nicht den Glanz, der junge Frauen blendet, fürchtet er. Wahrscheinlich hat er recht. Karin versucht derweil, ihre schönen langen Haare zu ordnen. Die Frisuren sehen damals aus wie hochgesteckte Wagenräder. Die guten Sitten verbieten offenes Haar. Oh Mann, ich glaube, ich krieg das nicht so elegant hin wie gestern. Das wird eher eine Katastrophe. Ich glaube, ich werde aufs Stubenmädchen warten. Darf ich Ihnen noch helfen bei den Haaren? Und der wird jetzt einfach ja, irgendwie hier so und dann um. Nicht der letzte Schick, aber wenigstens hängen keine Haare im Gesicht. Doch, ich glaube, das kommt dem von gestern schon ganz nah. Um 7:45 ist die Morgenandacht unten in der Halle. Also kann ich dann gleich nach unten kommen? Ja. Dankeschön. Huhu. Achso, ich wollte noch mal kurz meine schicke Frisur hier zeigen. Sehr bieder, sehr streng, macht mich unheimlich alt. Aber man gewöhnt sich dran mit der Zeit. Naja. Der Hühnerexperte. Die Mamsell hat ihn gerufen. Das kranke Küken ist noch schwächer geworden. Sie hat ihr Herz an die Küken gehängt. Aber nur eines piept noch. Guten Tag. Hallo. Ich glaube, Sie sind zu spät gekommen. Ja, da ist ja wohl nichts mehr zu machen bei Ihnen. Das muss gerade passiert sein. Was hat er denn gehabt? Ich nehme mal einfach an, dass er einfach... der ist zwar ja auch der kleinere von beiden, als die aus dem Ei gekommen sind. Nein. Ist nicht zu ändern. Ja, aber vor einer Stunde hat er noch gelebt. Ja, aber ob man dann noch hätte was machen können, weiß ich nicht. Er sah ja eh schon so zerrupfelt aus. Aber das hat er schon von Anfang an gehabt, dass er ein bisschen zerrupfter war, ne? Eigentlich war die Leni erst die Schwächere. Mhm. Naja, für sie ist das wahrscheinlich lächerlich, weil sie 2000 Küken haben. Aber das sind halt unsere einzigen und unsere ersten. Ich bringe sie zur Tür. Möchten Sie vielleicht ein Stück Kuchen mitnehmen? Nein, danke. Nein? Nein, danke. Ist gut gemeint. Wie haben Sie denn geschlafen? Ich habe wunderbar geschlafen. In der Tat. Wirklich, also ich musste mich erst an das Bett gewöhnen, weil es war ein bisschen hart, aber nach 5 Minuten war ich echt eingeschlafen. Toll. Wir treffen uns jetzt unten zur Andacht. Fräulein Karin beflügelt seit der ersten Minute die Fantasie der Burschen. Wir hätten eine Love-Story im Kunsthaus. Und dann auch noch dazu, nicht nur unter dem Gesind, sondern von ganz oben, also von der Herrschaft mit dem Gesind. Romeo und Julia. Romeo und Julia. So, wenn das dann so wäre, Wahnsinn. Würden natürlich die beiden Mädels, die Ulrike und die, oder besser gesagt, das Küchenmädchen und das Hausmädchen, eifersüchtig werden, würden natürlich dann
mit den Jungs nicht mehr sprechen. Und zu guter Letzt würden sich die Burschen untereinander auch noch verkrachen, weil einer der Verlierer ja wäre und der andere der Gewinner. Ich begrüße alle. Einen schönen guten Morgen. Wir haben heute bei unserer Morgenandacht einen neuen Gast, Karin Bese. Die Losung für den heutigen Tag: Halt Herz und Aug und Mund und Hand in scharfer Zucht, wenn mich der Feind all hier zum Zorn zu reizen sucht. Das hat schon was von Wilhelm Busch. In diesem Sinne wünsche ich allen bei diesem wunderbaren Tag alles Gute für das Gelingen dieses Tages. Viel Erfolg. Am Abend wird eine Opernsängerin erwartet für ein kleines Hauskonzert. Ulrike könnte sie begleiten. In ihrem früheren Leben hat sie Geige gespielt. Die Mamsell hat immer ein paar leckere Regenwürmer im Glas. Nach dem Tod von Joschi verhätschelt sie das letzte Küken. Das gnädige Fräulein verbringt seine Tage standesgemäß. Briefe schreiben, Bücher lesen und Handarbeiten. Ein ruhiges Leben. Wenn ich die erziehungsberechtigt gewesen wäre, wäre es zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem es sich selbst Futter sucht, ein vegetarisches Küken geblieben. Ohne Regenwürmer. Aber so, naja, viele Proteine, dann wächst es schneller und wird vielleicht robuster. Ne, Kleine? Wenn ich fertig bin nachher und Zeit habe, darfst du nochmal spazieren gehen. Sepp dagegen denkt an das Fräulein. Ich habe irgendwie gehofft, ich hätte mehr Kontakt zu ihr oder wir hätten mehr Kontakt zu ihr irgendwie. Aber es ist ja wirklich so, dass wir sie gar nicht zu Gesicht bekommen. Nur bei der Morgenandacht und dann manchmal, wenn sie spazieren geht irgendwie. Ne? Tim, wie hast du jetzt eigentlich da schon mal Kontakt gehabt zum gnädigen Fräulein? Zum Fräulein? Ja. Nee, ganz kurz nur. Was hast du gesagt? Was meine Aufgaben hier im Haus sind und wie es mir gefällt. Wer hat dich angesprochen? Ja, sie mich natürlich. Ich darf sie ja nicht ansprechen. Aha. Und sie war ganz nett. Ruhig, ja? Aber nett. Hat sie sich nach dem Stallburschen erkundigt? Tut mir leid. Wie gesagt, der Stallbursche interessiert mich nicht. Hat sie gesagt? Ja. Ja, er soll doch abhauen. Tja, Sepp, mich hat sie gebeten, ihrer Kutschieren beizubringen. Und dann heimlich zwinkert sie mir immer so zu. Na gut, Sepp, ich muss jetzt noch eben hoch zum gnädigen Fräulein, weil wir schneiden das zusammen Blumen. Ja? Ja. Ja, leg du ruhig noch ein bisschen weiter, Sepp. Ich werde mich vergnügen und stoß dann so in einer Stunde wieder zu dir, ja? Natürlich habe ich noch kein Wort mit der gnädigen Fräulein gewechselt, habe ich ja eben schon gesagt. Aber der Tim soll nicht denken, der hatte irgendwelche Steine bei ihr im Brett. Das darf nicht sein. Weil das nicht geht. Mein Ego lässt das nicht zu. Punkt. Ich sehe besser aus als Tim. Ich habe mehr Muskeln. Ich habe blondes Haar, blaue Augen. Ich bin ein richtiger Stallbursch. Ja, Sepp, und du? Womit beeindruckst du sie? Mit deiner Wistforke, Sepp? Guck, was ich hier in der Hand habe. Blumen, willst du riechen? Blumen, was ist das? Das ist doch nicht schön, ey. Ich hätte mir wenigstens mal Mühe gegeben, aber nicht irgendwie so ein paar Äste abgeschnitten. Das mag sie. Hat sie dir gesagt, ja, oder was? Aber ich muss jetzt wieder hoch, weil das Fräulein Französisch lernen will. Mit dir. Der Mademoiselle. Sepp? Ja, Tim. Tja, gehe ich mal weiter putzen. Doch Tim hat Pech. Die gnädige Frau hat Kari nach draußen geschickt. Blumen pflücken für das Hauskonzert. Man erwartet Gäste. Ein paar Meter weiter soll Sepp die Freitreppe fegen. Seine Chance. Nein, jetzt gehen wir nicht dahin. Ich putze erst mal. Sie kommt schon gleich.
Doch Fräulein Karin denkt nicht daran, gegen die Etikette zu verstoßen. Mit einem Stallburschen reden? Undenkbar. Die macht die echt mit dem Tim Blum zusammen, oder was? Kann ja nicht sein. Er beschließt, die Regeln zu brechen. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Guten Tag. Wie heißt du nochmal? Karin. Was machst du? Blumen pflücken. Dürfen Sie mich duzen? Ach ja, siezen. Entschuldigung. Wie gefällt's Ihnen denn bisher? Mir sehr gut, sehr gut. Ich muss sagen, ich werde ja hier bedient von früh bis abends. Ich arbeite halt, oder wir arbeiten halt den ganzen Tag. Fräulein Rese, wir brauchen dringend die Schere. Oh, entschuldigen Sie bitte, ich bin fast fertig. Ich gehe mal wieder nach Remekation. Ich muss die Schere jetzt schnell abliefern. Gnädige Frau, bin ich dann entlassen? Noch nicht ganz, glaube ich. Auch Tim würde gern Kontakt knüpfen. Über alle Standesgrenzen hinweg. Ja, da könnten Sie noch. Es sind ja nur ein paar Meter. Aber Karin wird wieder in den Garten geschickt, wo Sepp lauert. Ich glaube, ich werde auch echt einfach mal Sie ansprechen. Da ist sie rief. Wo waren wir stehen geblieben? Entschuldigen Sie bitte, ja, wir wurden unterbrochen, aber ich habe jetzt ein Messer bekommen. Haben Sie Ärger bekommen? Nein, nein, überhaupt nicht. Man brauchte bloß die Schere im Haus. Und die Blumen kann ich auch mit dem Messer schneiden. Ich brauche aber noch mindestens noch mal so viel. Ja? Ich helfe einfach mal mit. Ja? Sieht nicht so aus, als ob ich nichts tun würde. Sind Sie denn nicht beschäftigt? Doch, eigentlich schon, aber... Und ich habe gehört, dass die in meinem Zelt sehr streng sein soll. Ja, sie ist streng, kann man schon sagen. Aber mittlerweile haben wir irgendwie alle gelernt, damit umzugehen. Und das geht schon. Hm. Ja? Na, Hausbursche. Wie läuft's? Ja. Ich helfe jetzt Blumen pflücken. Ich finde es aber sehr nett, dass Sie beide mir gleich helfen, weil ich bin schon 3 Tage hier und habe noch nie Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Also ja, ne? Das habe ich irgendwie auch vermisst, wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf. Aber Sie werden von den jungen Damen gut ferngehalten. Ja, keine Chance. Nur illegal. Ich war ja noch nie unten in Ihren Räumen. Man hat mir das strengstens untersagt. So wie ich eigentlich auch nicht hoch darf. Sie dürfen nicht? Ich darf nicht hoch. Aber Sie waren schon oben, ja, oder? Ja, nur wenn die Mamsell mal sagt, gehst du bitte auf den Dachboden und da die gnädige Frau kommt. Hast du gesehen schon, Tim? Bitte? Hast du die gnädige Frau schon gesehen? Du musst ein bisschen schneller pflücken. Wir haben noch viel zu tun. Ich glaube, wir haben auch schon genug zusammen jetzt. Ja, das glaube ich auch. Geben Sie mir noch X? Dann werde ich wieder schnell ins Haus. Vielen Dank. Auf bald. Bei der nächsten Chance. Die gnädige Frau sollte etwas strenger mit dem Fräulein sein. Am helllichten Tage vor allen Leuten mit dahergelaufenen Burschen flirten, schadet dem guten Ruf. Die Burschen wollten mir gleich beide zur Hand gehen. Ich habe mich, Mamsell, hinsichtlich der Frauen in diesem Haus festgelegt. Oh, da bin ich ja gespannt. Ja. Nummer 1 sind Sie. Ach, Herr Mosela. Nummer 2 sind die beiden. Ach, meine Mädchen. Mhm. Und das neue Mädchen ist sehr nett. Sehr nett, noch ein bisschen zurückhaltend. Und ich habe ihr bereits zuraunen müssen, dass da einiges Ungewohnte auf sie zukommt. Verschrecken Sie nicht das gute Kind, benehmen Sie sich. Ich habe mich absolut zurückgehalten. Sie müssen ja nicht wissen, dass Sie hier adoptiert sind in frühen Jahren und dann mit der Zeit ein bisschen schrullig geworden sind. Absolut. Und schrullig, das verbiete ich mir, Mamsell. Ich bitte Sie, schrullig. Meine Lieben, ciao. Ciao, Belle. Svenja.
Entschuldigung. Also der Herr Moser, immer die ganzen Frauen. Hausbrot. In Aufruhr. Die Mamsell und der Hauslehrer. Liebe geht doch durch den Magen. Aber die Mamsell bekommt gleich Konkurrenz. Die Opernsängerin aus Berlin. Das wäre ganz die Opernsängerin garantiert. Sie verlässt nämlich so die Kutsche. Guten Tag. Guten Tag, Frau Militsch. Ich bin Herr Mosler, der Hauslehrer und Ihr Begleiter für heute Abend. Sehr angenehm. Kommen Sie bitte rein. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Es freut mich sehr, dass Sie kommen konnten. Herzlich willkommen auf Belitz. Hatten Sie eine gute Fahrt? Ja, wunderbar. Vielen Dank. Na, vielleicht kriegen wir ja was zu hören. Schöne Frau. Ich dachte, Opernsängerinnen wären immer dick und voluminös. Da habe ich mich wohl geirrt. Dann stehen die Flügel auf dem Grund. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zum Hauskonzert sind Nachbarn und Freunde eingeladen. Um entsprechende Kleidung wurde gebeten. Handys und anderer moderner Schnickschnack mussten an der Toreinfahrt abgegeben werden. Eine sehr charmante und freundliche Person. Und kann sie auch singen? Ja. Oder tatsächlich? Sie werden die Dame mehr hören als mich. Ist doch schön, ich helfe Ihnen. Vereint in der Sinnlichkeit, in der Lust, Herr Mosela. Ach was. Eine Schwäche muss man haben. Nein. Nein? Mehr Schwächen. Mehrere. Ja. Herr Mosela, das Konzert beginnt. Das soll jetzt beginnen. Aber nur mit Ihnen. Wieso nur mit Ihnen? Sie alle stehen bereit. Es wartet alles nur auf Sie. Opernsängerin. Ich sollte doch heißen Tee noch holen für die Sängerin. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Gutsherr, sehr geehrte Gutsherren, Frau Lilia Milik wird Ihnen drei Stücke aus drei verschiedenen Opern vorsingen. Könnt ihr ja kurz hochgehen und mal, wenn ihr wollt, der Sängerin zuhören. Aber so, dass euch keiner sieht. So schön die Musik ist, Sie müssen zurück in die Küche. Arbeiten. Ich würde jetzt alles dafür geben, wenn ich eine Opernkarte hätte und heute Abend in die Oper gehen könnte. Alles, echt. Ich alles vergeben. Wieso? Du hast doch jetzt eine Opernsängerin hier. Ja, aber Musik fehlt mir so doll. Das gibt's echt nicht. Das hätte ich niemals gedacht. Geh doch noch mal rauf und hör das
Ja, ich liebe dich. Nee, komm. Na komm, jetzt geh mal rauf und hör's. Genieße es. Wenn ey, darf ich nur hochgehen? Ja, na klar, geh rauf. Ich hol dich dann, wenn wir dich brauchen. An den Toiletteneimern. Ja, und der Säge. Was ist die wahre Musik? Ja? Gehen wir. Noch im Banne der Musik träumen die Burschen weiter. Also dumm ist sie ja nicht. Sie ist, ja, sie ist ganz, ganz nett, glaube ich. Ja, ich glaube, ihr wird bald langweilig da oben. Dass wir das so machen, dass wir sagen, ja, treffen uns dann und dann um 9 Uhr zum Spaziergang. Ja, anders wird's nicht gehen. Ja, lass mal sägen, ey, ich friere mir voll einen ab irgendwie. Es ist schon komisch. Sie leben so eng zusammen und sind so weit auseinander. Die Losung für den heutigen Tag: Halt Herz und Aug und Mund und Hand in scharfer Zucht, wenn mich der Feind all hier zum Zorn zu reizen sucht. Das hat schon was von Wilhelm Busch. In diesem Sinne wünsche ich allen bei diesem wunderbaren Tag alles Gute für das Gelingen dieses Tages. Viel Erfolg. Am Abend wird eine Opernsängerin erwartet, für ein kleines Hauskonzert. Ulrike könnte sie begleiten. In ihrem früheren Leben hat sie Geige gespielt. Die Mamsell hat immer ein paar leckere Regenwürmer im Glas. Nach dem Tod von Joschi verhätschelt sie das letzte Küken. Das gnädige Fräulein verbringt seine Tage standesgemäß. Briefe schreiben, Bücher lesen und Handarbeiten. Ein ruhiges Leben. Wenn ich die erziehungsberechtigt gewesen wäre, wäre es zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem es sich selbst Futter sucht, ein vegetarisches Küken geblieben. Ohne Regenwürmer. Aber so, naja, viele Proteine, dann wächst du schneller und wird vielleicht robuster. Ne, Kleine? Wenn ich fertig bin nachher und Zeit habe, darfst du mal spazieren gehen. Sepp dagegen denkt an das Fräulein. Ich habe irgendwie gehofft, ich hätte mehr Kontakt zu ihr oder wir hätten mehr Kontakt zu ihr irgendwie. Aber es ist ja wirklich so, dass wir sie gar nicht zu Gesicht bekommen. Nur bei der Morgenandacht und dann manchmal, wenn sie spazieren geht irgendwie. Ne? Tim, wie hast du jetzt eigentlich da schon mal Kontakt gehabt zum gnädigen Fräulein? Zum Fräulein? Ja. Nee, ganz kurz nur. Was hast du gesagt? Was meine Aufgaben hier im Haus sind und wie es mir gefällt. Wer hat dich angesprochen? Ja, sie mich natürlich. Ich darf sie ja nicht ansprechen. Aha. Und sie war ganz nett. Ruhig, ja? Aber nett. Hat sie sich nach dem Stallburschen erkundigt? Das tut mir leid. Ich hab gesagt, der Stallbursche interessiert mich nicht. Hat sie gesagt? Ja. Ja, er soll doch abhauen. Tja, Sepp, mich hat sie gebeten, ihrer Kutschieren beizubringen. Und dann heimlich zwinkert sie mir immer so zu. Na gut, Sepp, ich muss jetzt noch eben hoch zum gnädigen Fräulein, weil wir schneiden das zusammen Blumen. Ne? Ja? Ja. Ja, leg du ruhig noch ein bisschen weiter, Sepp. Ich werde mich vergnügen und stoß dann so in einer Stunde wieder zu dir, ja?
Natürlich habe ich noch kein Wort mit der gnädigen Fräulein gewechselt, habe ich ja eben schon gesagt. Aber der Tim soll nicht... Er beschließt, die Regeln zu brechen. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Guten Tag. Wie heißt du nochmal? Katrin. Karin. Was machst du? Blumen pflücken. Dürfen Sie mich duzen? Ach ja, siezen, Entschuldigung. Wie gefällt's Ihnen denn bisher? Mir sehr gut, sehr gut. Ich muss sagen, ich werde ja hier bedient von früh bis abends. Ich arbeite halt, oder wir arbeiten halt den ganzen Tag. Fräulein Rese, wir brauchen dringend die Schere. Oh, entschuldigen Sie bitte, ich bin fast fertig. Ich gehe mal wieder nach der Mekation. Ich muss die Schere jetzt schnell abliefern. Gnädige Frau, bin ich dann entlassen? Noch nicht ganz, glaube ich. Auch Tim würde gern Kontakt knüpfen, über alle Standesgrenzen hinweg. Ja, da könnten Sie noch, es sind ja nur ein paar Meter. Aber Karin wird wieder in den Garten geschickt, wo Sepp lauert. Ich glaube, ich werde auch echt einfach mal Sie ansprechen. Da ist sie. Wo war wir stehen geblieben? Entschuldigen Sie bitte, ja, wir wurden unterbrochen, aber ich habe jetzt ein Messer bekommen. Haben Sie Ärger bekommen? Nein, nein, überhaupt nicht. Man brauchte bloß die Schere im Haus. Und die Blumen kann ich auch mit dem Messer schneiden. Ich brauche aber noch mindestens noch mal so viel. Ja? Ich helfe einfach mal mit. Ja? Sieht nicht so aus, als ob ich nichts tun würde. Sind Sie denn nicht beschäftigt? Doch, eigentlich schon, aber... Und ich habe gehört, dass die in meinem Zelt sehr streng sein soll? Ja, sie ist streng, kann man schon sagen. Aber mittlerweile haben wir irgendwie alle gelernt, damit umzugehen, und das geht schon. Hm. Ja? Na, Hausbursche. Wie läuft's? Ja. Ich helfe jetzt Blumen pflücken. Ich find's aber sehr nett, dass Sie beide mir gleich helfen, weil ich bin schon 3 Tage hier und hatte noch nie Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Also ja, ne? Das habe ich irgendwie auch vermisst, wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf. Aber Sie werden von den jungen Damen gut ferngehalten. Ja, keine Chance. Nur illegal. Ich war ja noch nie unten in Ihren Räumen. Man hat mir das strengstens untersagt. So wie ich eigentlich auch nicht hoch darf. Sie dürfen nicht? Ich darf nicht hoch. Aber Sie waren schon oben, ja, oder? Ja. Na, Kleine? Wenn ich fertig bin nachher und Zeit habe, darfst du noch mal spazieren gehen. Sepp dagegen denkt an das Fräulein. Ich habe irgendwie gehofft, ich hätte mehr Kontakt zu ihr, oder wir hätten mehr Kontakt zu ihr irgendwie. Aber es ist ja wirklich so, dass wir sie gar nicht zu Gesicht bekommen. Nur bei der Morgenandacht und dann manchmal, wenn sie spazieren geht irgendwie. Ne? Tim, wie hast du jetzt eigentlich da schon mal Kontakt gehabt zum gnädigen Fräulein? Zum Fräulein? Ja. Nee, ganz kurz nur. Was hast du gesagt? Was meine Aufgaben hier im Haus sind und wie es mir gefällt. Wer hat dich angesprochen? Ja, sie mich natürlich. Ich darf sie ja nicht ansprechen. Aha. Und sie war ganz nett. Ruhig, ja? Aber nett. Hat sie sich nach dem Stallburschen erkundigt? Das tut mir leid. Ich hab gesagt, der Stallbursche interessiert mich nicht. Hat sie gesagt? Ja. Ja, Ted. Er soll doch abhauen. Tja, Sepp, mich hat sie gebeten, ihrer Kutschieren beizubringen. Und dann heimlich zwinkert sie mir immer so zu. Na gut, Sepp, ich muss jetzt noch eben hoch zum gnädigen Fräulein, weil wir schneiden das zusammen Blumen. Ne? Ja? Ja. Ja, leg du ruhig noch ein bisschen weiter, Sepp. Ich werde mich vergnügen. Und stoß dann so in einer Stunde wieder zu dir, ja? Ach, natürlich habe ich noch kein Wort mit der gnädigen Fräulein gewechselt, habe ich ja eben schon gesagt. Aber der Tim soll nicht denken, der hatte irgendwelche Steine bei ihr im Brett. Das darf nicht sein. Weil das nicht geht. Mein Ego lässt das nicht zu. Punkt.
Ich sehe besser aus als Tim. Ich habe mehr Muskeln. Ich habe blondes Haar, blaue Augen. Ich bin ein richtiger Stallbursch. Ja, Sepp, und du? Womit beeindruckst du sie? Mit deiner Wistforke, Sepp? Guck mal, was ich hier in der Hand habe. Blumen, willst du riechen? Blumen, was ist das? Das ist doch nicht schön, ey. Ich hätte mir wenigstens mal Mühe gegeben, aber nicht irgendwie so ein paar Äste abgeschnitten. Das mag sie. Hat sie dir gesagt, ja, oder was? Aber ich muss jetzt wieder hoch, weil das Fräulein Französisch lernen will. Mit dir. Der Mademoiselle. Misep? Ja, Tim. Tja, dann geh ich mal weiter putzen. Doch Tim hat Pech. Die gnädige Frau hat Kari nach draußen geschickt. Blumen pflücken für das Hauskonzert. Man erwartet Gäste. Im Sinn, sondern von ganz oben, also von der Herrschaft mit dem Gesinde. Romeo und Julia. Romeo und Julia. So, wenn das dann so wäre, Wahnsinn, würden natürlich die beiden Mädels, die Ulrike und die, oder besser gesagt, das Küchenmädchen und das Hausmädchen, eifersüchtig werden. Würden natürlich dann mit den Jungs nicht mehr sprechen. Und zu guter Letzt würden sich die Burschen untereinander auch noch verkrachen, weil einer der Verlierer ja wäre und der andere der Gewinner. Ich begrüße alle. Einen schönen guten Morgen. Wir haben heute bei unserer Morgenandacht einen neuen Gast, Karin Bese. Die Losung für den heutigen Tag: Halt Herz und Aug und Mund und Hand in scharfer Zucht, wenn mich der Feind all hier zum Zorn zu reizen sucht. Das hat schon was von Wilhelm Busch. In diesem Sinne wünsche ich allen bei diesem wunderbaren Tag alles Gute für das Gelingen dieses Tages. Viel Erfolg. Am Abend wird eine Opernsängerin erwartet für ein kleines Hauskonzert. Ulrike könnte sie begleiten. In ihrem früheren Leben hat sie Geige gespielt. Die Mamsell hat immer ein paar leckere Regenwürmer im Glas. Nach dem Tod von Joschi verhätschelt sie das letzte Küken. Das gnädige Fräulein verbringt seine Tage standesgemäß. Briefe schreiben, Bücher lesen und Handarbeiten. Ein ruhiges Leben. Wenn ich die Erziehungsberechtigt gewesen wäre, wäre es zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem es sich selbst Futter sucht, ein vegetarisches Küken geblieben. Ohne Regenwürmer. Aber so, naja, viele Proteine, dann wächst es schneller und wird vielleicht robuster. Ne, Kleine? Wenn ich fertig bin nachher und Zeit habe, darfst du mal spazieren gehen. Sepp dagegen denkt an das Fräulein. Ich habe irgendwie gehofft, ich hätte mehr Kontakt zu ihr oder wir hätten mehr Kontakt zu ihr irgendwie. Aber es ist ja wirklich so, dass wir sie gar nicht zu Gesicht bekommen. Nur bei der Morgenandacht und dann manchmal, wenn sie spazieren geht irgendwie. Ne? Tim, wie hast du jetzt eigentlich da schon mal Kontakt gehabt zum gnädigen Fräulein? Zum Fräulein? Ja. Nee, ganz kurz nur. Was hast du gesagt? Was meine Aufgaben hier im Haus sind und wie es mir gefällt. Wer hat dich angesprochen? Ja, sie mich natürlich. Ich darf sie ja nicht ansprechen. Aha. Und was hast du? Eine neue Bewohnerin in den herrschaftlichen Räumen. Svenja sieht es nüchtern. Für sie ist es einfach ein Zimmer mehr putzen und mit warmem Wasser versorgen. Für Fräulein Karin ist es der erste Morgen. Bedient zu werden, macht sie noch etwas nervös. Dankeschön. Guten Morgen, gnädiges Fräulein. Ich wollte Ihnen beim Anziehen und bei den Haaren helfen. Oh ja, danke schön. Ich glaube, ich brauche etwas Hilfe. Wenn Sie in 5 bis 10 Minuten wiederkommen könnten, wäre das toll. Dankeschön. Gut.
Morgen, Svenja. Guten. Der Hausbursche dreht seine übliche Toiletteneimerrunde. Morgen. Morgen. Auch der Anblick ist noch ungewohnt. So. Also, du musst in der Luft kann ruhig bleiben. Gut. Tim findet Fräulein Karin übrigens recht sympathisch. Aus der Ferne. Sie dürfen ja nicht miteinander reden. Und seine Arbeit verbreitet auch nicht den Glanz, der junge Frauen blendet, fürchtet er. Wahrscheinlich hat er recht. Karin versucht derweil, ihre schönen langen Haare zu ordnen. Die Frisuren sehen damals aus wie hochgesteckte Wagenräder. Die guten Sitten verbieten offenes Haar. Oh Mann, ich glaube, ich krieg das nicht so elegant hin wie gestern. Das wird eher eine Katastrophe. Ich glaube, ich werde aufs Stubenmädchen warten. Darf ich Ihnen noch helfen mit den Haaren? Und der wird jetzt einfach ja, irgendwie hier so und dann um. Nicht der letzte Schick, aber wenigstens hängen keine Haare im Gesicht. Doch, ich glaube, das kommt dem von gestern schon ganz nah. Um 7:45 ist die Morgenandacht unten in der Halle. Also kann ich dann gleich nach unten kommen? Ja. Dankeschön. Ach so, ich wollte noch mal kurz meine schicke Frisur hier zeigen. Sehr bieder, sehr streng, macht mich unheimlich alt. Aber man gewöhnt sich dran mit der Zeit. Naja. Der Hühnerexperte. Die Mamsell hat ihn gerufen. Das kranke Küken ist noch schwächer geworden. Sie hat ihr Herz an die Küken gehängt. Aber nur eines piept noch.